Was geht ab, mein OZ-Fighter, Ozer hier, und heute im Showcase zu dem neuen Strength World Tournament Goku Black. Ich finde ihn wirklich einen guten Charakter, denn er hat auf jeden Fall einen Nutzen, und welcher das sein wird, gucken wir uns quasi erstmal in den ganzen Informationen und Details zu ihm an und tun ihn natürlich auch noch showcasen, Freunde. Diesen World Tournament Goku Black gibt es aus dem aktuellen World Tournament in der japanischen Version World Tournament 29. Ihr bekommt ja eine Kopie aus den Missionen, wenn ihr 23 Millionen Punkte erreicht. Dementsprechend ist das diese Kopie. Ich habe ihn nicht auf SA 10 geklatscht. Er hat eigentlich eine farmbare SA. Das ist der Tech Goku Black aus Stage 1 aus dem Goku Black Event. Keine Zeit dafür gehabt, sage ich mal. Aber ist auch nicht so wichtig, dass er auf SA 10 sein muss, denn er hat einen anderen Zweck. Gucken wir uns einfach mal alles von oben nach unten an, Freunde. Er ist auf 55% im Dupe System, sollte er sein. Ne, 41, sorry. Natürlich Logo. Er ist ja nicht auf SA 10, deswegen kommt man auf 41%, weil ich unten rechts nicht rein kann. Da kann man ja nur quasi rein, wenn er auf SA 10 ist. Jedoch, beziehungsweise jedenfalls, ist sein Leader Skill folgendermaßen: den Extreme Strength Charakteren gibt er Kid Plus 2 auf HP, Attack und Death 70%. Mit der Super Attack macht es Supreme Damage und verringert Angriff und Verteidigung des Gegners. Das sind 20% für 3 Runden und ist auf jeden Fall gut. Kann man mitnehmen. So ein Angriff, ein Debuff auf den Angriff des Gegners, finde ich, merkt man auf jeden Fall. Jedenfalls die Passive. Darum geht es mir, was seinen Nutzen ausmacht. Die Passive ist folgendermaßen: jedes Mal, wenn er angegriffen wird, bekommt er 15% auf die Verteidigung. Das Maximum ist dabei 60%. Das andere ist das Wichtige hierbei. Er gibt der Future Saga Kategorie auf den Angriff 20%, auf die Verteidigung 10% und den, beziehungsweise der Time Travelers Kategorie ebenso 20% auf den Angriff und 10% auf die Verteidigung. Ist ein Charakter im Team in beiden Kategorien, bekommt er beides, also bis zu 40% Angriff, 20% Verteidigung, und das ist das, was seinen Nutzen ausmacht. Ich finde sowas immer cool, wenn World Term Charaktere so einen Nutzen haben. In dem Fall hat er einen Nutzen eines Supporters. In den Teams, in denen er vertreten ist, auf jeden Fall gut, denn viele Charaktere sind ebenso in den Teams, in denen er vertreten ist, in beiden Kategorien. Aber ich sag mal so, hätte jetzt quasi diesen, hätte er nur diese Verteidigung, ja, dass er auf 60% kommt und dann noch einen Angriffboost, sagen wir mal 80%, und wenn er gegen das und das kämpft, kann er noch, keine Ahnung, irgendwas machen, dann wäre er solide, aber man würde ihn halt nicht mitnehmen, weil er wäre halt solide, es wäre eine Alternative. Wenn man irgendeinen Charakter nicht hat, der quasi ein bisschen Schaden macht, dann könnte man ihn mitnehmen. Aber als Supporter hat er da nochmal einen ganz anderen Nutzen. Das finde ich, ich finde sowas viel cooler, vor allem bei World Tournament bzw. Free-to-Play-Karten. Er ist in einer Art und Weise Free-to-Play, man bekommt ihn aus dem Free-to-Play-Modus World Tournament. Ob man da quasi an Stones verbraucht und so weiter und so fort, ist dahingestellt. Aber rein aus dem Spiel heraus bekommt man ihn quasi. Deswegen finde ich es gut, dass er so einen Nutzen hat eines Supporters. Und wie gesagt, in den Teams, in denen er vertreten ist, kann man ihn auf jeden Fall spielen. Link-Skill sind hier an der Stelle 4 in Fate, Nightmare, Cold Judgment, Big Bad Bosses, Prepare for Battle, Dismal Future. In den Kategorien ist er vertreten in Realm of Gods, Potara, Future Saga und den Time Travelers. Wir werden ihn heute in diesem Team showcasen, im Future Team. Dann haben wir natürlich unseren Leader Super Saiyan Gohan, Future Gohan. Der ist nur in der Future Saga, heißt, er bekommt nur den einen Boost. Aber alle anderen Charaktere in diesem Team sind in beiden Kategorien, heißt, sie bekommen beide Boosts. Dementsprechend finde ich, man kann auf jeden Fall gut spielen in einem Future Team, denn da bekommen die meisten Charaktere den vollen Boost, sag ich mal, 40% Angriff, 20% Verteidigung. Man könnte ihn auch in ein Time Travelers Kategorie Team spielen. Die Sache ist die, er heißt ja Goku Black. Und wenn man ihn Goku Black hat als Leader, er ist ja der Leader der Time Travelers Kategorie, dann kann man ihn wegen seinem Namen nicht reinnehmen, logischerweise. Aber wenn ihr keinen ihn Goku Black habt, aber Ella Trunks Sumai ist auch ein Time Travelers Kategorie Leader, Ki plus 4, 130% auf alles. Oder Super Strength Ki plus 4, 100% auf alles. Dann könnt ihr ihn auf jeden Fall mitnehmen als Supporter. Wir werden ihn in diesem Team anschauen. In welchem anderen Team kann man ihn auch noch spielen? Vor allem als Alternative, wenn man den einen oder anderen Supporter nicht hat. Beispielsweise in einem Potara-Team. Oder an sich, wenn ich das richtig stellen darf. An sich kann man ihn in den Teams spielen, an dem die Charaktere vertreten sind. Goku Black Rosé, Zamasu, Fusion Zamasu, LA Rosé, Vegito Blue, also die, die sowohl im Future Saga sind, als auch im Time Travelers. Und die Charaktere, die ich aufgezählt habe, sind ein Logo, also die Stammkader, sage ich mal, sind zum Beispiel Strength Rosé und LR Goku Black und ein Vegito Blue, sei es der Tag, LR Tralala, sei mal dahingestellt, aber diesen Stammkader, sage ich mal, spielt man in einem Potara-Team, in einem Future-Team kann man sie spielen, in dem Time Travelers Team kann man sie spielen oder in dem Realm of Gods Team kann man sie auch spielen. Heißt, man kann ihn auf jeden Fall nutzen als Supporter in diesen Teams, in dem die Charaktere oder die Rotation, die ich euch genannt habe, vor allem Strength Goku Black und LR Goku Black, die habe ich leider nicht auf JP. Hätte ich sie, würde ich sie auf jeden Fall spielen, aber in dieser Rotation kann man sie auf jeden Fall spielen. Und dann überlegt man, ihr habt dann die Rota mit Strength Goku Black Rosé, in der Mitte LR Goku Black und dann diesen Boy, der den noch saftige 40% gibt.
Richtig geile Rotation auf jeden Fall. Heißt, man kann auf jeden Fall eigentlich auch in Potara spielen, in Realm of Gods auch. Die Sache ist, da würde dann nicht jeder Charakter seinen vollen Boost bekommen oder an sich irgendeinen Boost. In dem Setup zum Beispiel würde LL Vegito und Physisch Super Vegito gar keinen seinen Support-Aspekt bekommen. Solche Teams haben ja auch Supporter, zum Beispiel Tech Vegito, Supreme Kai of Time. Jetzt habe ich es zum ersten Mal richtig gesagt, aber jetzt ist leider nur auf JP. Kommt hoffentlich früher oder später auf Global, weil ja Dragon Ball Heroes das Spiel ebenso noch kommt. Und dann hätte somit eigentlich Europa die Lizenz dazu. Wie gesagt, ist Zukunftsmusik für Global. Da hat es schon noch ein paar andere Alternativen oder die AGL West Kai. Aber wie gesagt, wenn man ihn hat aus dem World Tournament, ja, free to play in dem Sinne, man muss das World Tournament Logo grinden. Aber wenn man das macht, kriegt man ihn. Und dann kann man ihn auf jeden Fall als Supporter spielen in diesen Teams. Wie gesagt, ich suche mal ein Event raus und dann springen wir mit ihm, mit diesem Team hier. Ist Logo hier gerade nur ein physisch Strength Team, aber nicht schlimm. Hätte ich, wie gesagt, Goku Black LR, würde ich Goku Black LR mit Strength Rosé in der Rotation spielen, LR Vegito und LR Trunks lassen und dann quasi hätte ich LR Trunks mal rausgehauen in diesem Setup. Aber darüber können wir nicht reden, weil ich den Boy nicht habe. Nicht schlimm, ich habe gerade mein Headset angeschlagen, aber nicht schlimm. Ich würde einfach mal sagen, wir springen jetzt mit diesem Team in ein Event rüber. Bis gleich. So, nachdem ich jetzt Gott sei Dank meinen Future Grand Friend gefunden habe, ist wirklich eine Qual, ihn zu finden, sind wir jetzt quasi im Event von Broly. Das Positive oder Vorteil hier an der Stelle ist, die Charaktere bekommen durch Future Gohan 170% auf den Angriff jeweils. Heißt, von LR Trunks und Mai, LR Vegito und so weiter und so fort, bin ich darauf gespannt, was sie jetzt zeigen werden. Die Sache ist die bei LR Trunks und Mai, sie bekommen ja für jeden Time Travels Kategorie-Mitglied weitere 10% auf Angriff und Verteidigung, aber Future Gohan gehört nicht zu den Time Travels, heißt, sie bekommen ja bis zu 60%, sollte das auf jeden Fall sein. Und bei dem Goku Black, bei dem Strength-Freunde, bei dem World Tournament, falls sie da im Endeffekt dann Dupes bekommt für ihn, Moment, wie mache ich das Ganze jetzt hier? LR Trunks ist eine andere Rotation, richtig. Rosé kommt hier rein. Oh, es sind die Rotationen, sind echt ein bisschen Müll. Na, ich das Ganze einfach mal so. Genau, falls ihr dann im Endeffekt Dupes für den Strength Goku Black bekommt. Ja, ist die Frage, auf was wollt ihr gehen? Ich meine, er ist ja quasi ein Supporter. Und aber seinen Support-Aspekt bekommt er logischerweise auch. Man könnte mit ihm schon auf Crit gehen, aber wenn ihr wirklich Support-Support spielen wollt, zum Beispiel, wenn ihr dann in Zukunft für Super Battle brauchen wollt, etc. Auch wenn er einen defensiven Boost hat, glaube ich dennoch, dass er gut Schaden bekommen wird. Oder an sich soliden Schaden, sage ich mal. Also es wäre auch nicht verkehrt, oder ich würde es verstehen, wenn man bei ihm auf Dodge geht. Ansonsten könnt ihr ihm die Crit-Schiene mitgeben und den Rest Additional Attack. Oder da ein bisschen ausgleichen, sage ich mal. Genau. Heißt, hier will ich auf jeden Fall erstmal sehen, mich drauf gespannt. LR Vegito Blue und LR Trunks in der Rotation. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, okay, hier jetzt an der Stelle, guck mal. Jetzt warte mal. Stopp. Wie hat es mir überlegt? LR Trunks und LR Vegito Blue in der Rotation ist wirklich sehr, sehr gut. Die andere würde ich gerne Rosé und LR Trunks zu Mai, das habe ich hinbekommen. Heißt, ja, ich lasse ihn mal seinen Zweck erfüllen, diesen Goku Black. Und tu ihn mal rein und raus rotieren. Oh mein, yeah. Hier bekommt jetzt den gar keinen. Ja, machen wir das einfach mal so, das Ganze. Und dann muss ich auf jeden Fall, warte mal, jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal gucken. Vielleicht wegen Angriffssets, was für ein Unterschied das macht. Aber es ist schwer jetzt so einzuschätzen, wenn sie sich in der Rotation sind. In der nächsten Rotation achte ich mal drauf, wie LR Trunks zu Mai und Strength Rosé, was für ein Angriffsset die haben, ohne diesen Boost von Strength Rosé. jetzt ist die Sache. Goku Black, sowohl Goku Black ist Strength-Type, als auch Rosé. Jetzt kommt man da auf jeden Fall durcheinander. Aber ich finde an sich, dass auch Strength-Type ist, sieht voll cool aus. Als würde sich die Karte zu dem Strength Rosé entwickeln. So hat es den Anschein, sage ich mal. So, bin wieder weg. Und zwar gucken wir uns das Ganze jetzt mal an. Das wollte ich sehen. 148.000 hat Rosé und 219.000 LR Trunks, zumal wenn sie noch gar keine Link-Skills, beziehungsweise keine Orbs eingesammelt haben. Okay, also Rosé, jetzt die Sache. Ich sag das zweimal, aber ich vergesse es dann legit. Aber guck mal jetzt, wenn sie links eingesammelt haben. Also so 200.000 Mark. 200.000 Grenze waren sie, okay? Also jetzt zum Beispiel, also ohne die Linkskills. Rosé war knapp drunter und Trunks zu Mai ein bisschen drüber. Nachdem es eingesammelt ist, schaut mal das Set von Trunks zu Mai an. Wie gestört. Die Karte ist übel gut, Freunde. Sollte man nicht unterschätzen. In dem Time Travelers Team mit Goku Black in der Rotation passen sie auf jeden Fall zusammen und sie sind auf jeden Fall gut, ja? Das sind echt gute Charaktere. Meiner hat an der Stelle einen Dupe, aber dennoch. Und Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat oder im Prinzip im Endeffekt dann könnt ihr den Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben. Hier haben wir mal ein bisschen was Neues gesehen mit dem neuen World Tournament Charakter, aber auch ein Future Team. Future Team wird leider nicht so oft gespielt, wobei man das Future Team nicht unterschätzen sollte. Vor allem Vegito Blue und Trunks Rotation, wenn man diese Rotation hat, die ist echt nicht schlecht. Die ist wirklich gut, die Rotation. Aber ja, man findet halt als Friend wirklich schwer einen Future Gohan. Und Future Gohan an sich tut man halt rein und raus rotieren so. Aber 170% auf den angefahren wir an der Stelle. Ist auf jeden Fall echt nicht schlecht.
Genau, und im Endeffekt, wenn euch das Ganze gefällt, dürft ihr den Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und falls ihr neu seid, Freunde, dürft ihr auch gerne auf den Abo-Button klicken. Jede Unterstützung zählt und über jede sind wir auf jeden Fall an der Stelle dankbar. Alright, NLV-Tube ist halt so genial, Freunde. Wenn ihr NLV-Tube euch erfahren könnt, ist das schwierig. Wenn ihr vielleicht nur angefangen habt oder so und wissen wollt, wie das Ganze geht, ich habe dazu ein Video gemacht. Am besten schreibt in die YouTube-Suchleiste Osero NLV-Tube Blue und dann findet ihr das Ganze. Und jetzt! Warte mal, jetzt mit dem Support-Aspekt. Wir hatten das Ganze erstmal so. Boom. Heißt, Rosé war, ah ja, siehst du, bei Rosé habe ich verschätzt. Bei Trunks und Mai wusste ich, die hatten ein bisschen über 200. Bis knapp über, heißt, die kommen auf 259.000, guter Support-Boost. Und Rosé wäre, glaube ich, auf 141.000, kann das sein? Jedenfalls, als ich die Orbs dann eingesammelt habe, aber logischerweise werde ich das Ganze gleich kurz anders machen. Nämlich, wir testen mal, okay, der hat jetzt natürlich Typenvorteil, aber wir testen dennoch mal, was er so tankt. Der Boy hier, der hat noch gar keinerlei Angriff bekommen, glaube ich mal. Heißt, der hat noch gar keinen Verteidigungsboost. Und warte mal, hier durch die Link-Skills 175.000, da kommt Rosé auf 190.000. Das Gute ist auch, er linkt sich auch gut, ne? Also bei, ja genau, das ist echt gut. Bei Strength Rosé sollte eigentlich alles gelinkt sein, außer Super Saiyan Logo. Fierce Battle bekommt er von Trunks zum Mai. Und jetzt, der hat, oh, auf 300.000, das ist gut. Der war bei 200.000, nachdem wir Orbs eingesammelt haben. Und ja, okay, bei denen macht auch die Key-Anzahl was aus. Aber sie, okay, die sind auch hochgekommen. Also seht ihr, der Support-Aspekt von dem Goku-Deck ist echt gut. Und seht ihr, er tankt immer mehr. Also seht ihr, von 15.000 angefangen ist auf 8.000 runter. Also durch die Pässe ist er wirklich gut. Er ist tanky, so ist nicht. Hat Logo hier den Typenvorteil. Schaden macht er nicht, in dem Event vor allem nicht. Aber als Supporter macht er seinen Job wirklich gut. Vor allem, wenn ihr in dem Team, wie gesagt, Charaktere habt, die sowohl in den Time-Travels-Kategorien sind, als auch in der Future-Saga, da macht er seinen Job umso besser. Und dann kann man auf jeden Fall hier in solchen Teams so gesehen auf jeden Fall spielen. Also den World Term Goku Deck würde ich eigentlich jedem empfehlen, ihn zu holen, sei es einen aus der Mission oder wenn ihr da ranken wollt, euch platzieren wollt, Freunde. Ist auf jeden Fall eine solide Option. In den Teams, in denen er vertreten ist. Natürlich in Time Travers, wenn man wie gesagt in Goku Black hat, kann man ihn spielen wegen dem Namen. Sie haben denselben Namen. Aber wenn ihr Ella Trunks und Mai als Leader habt, dann könnt ihr ihn auf jeden Fall mit reinnehmen, Freunde. Das meinte ich damit am Anfang. Ich finde es gut, wenn so World Term oder Free to Play Charakter einen Nutzen haben. Ja, hätte er zum Beispiel jetzt diese Pässe mit seiner Defensive, wo er sich stackt und dann noch einen Angriffboost von 80%, so sage ich mal, dann denkst du, ja, okay, ist gut, aber das ist ein War-Term-Charakter, heißt, er bekommt nicht so gute Stats durch das Typ-System, dann würdest du ihn eigentlich nicht zwingend mitnehmen, hättest du irgendeinen anderen Charakter, oder ich sag mal so, ja, nee, also so wie ich es gesagt habe, wäre es halt legit so. Jedenfalls, so finde ich ihn wirklich sehr, sehr gut, ihr könnt mich gerne wissen lassen, was ihr von ihm haltet, ansonsten wünsche ich auf jeden Fall noch schöne Tage und wir sehen uns das nächste Mal, macht's gut, Freunde, peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.